Hi und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben uns diese Folge vorbereitet und zwar vorgenommen. Erik macht seinen. Hey, macht die Türen dauernd zu. Ach, du hast hier eine Treppe reingebaut, das habe ich gar nicht gesehen. Ach ja, natürlich für den zweiten Stock, klar, logisch. Hey, ja. Ja, du willst deinen Boden willst du machen, ne? Ja. Und dann deinen zweiten Stock ausbauen, so wie ich das sehe. Ach, wir haben im Übrigen auch die, weil wer sich jetzt gewundert hat, dass das nicht mehr grün unten ist, der grüne Balken weg ist. Wir haben das Ganze auf nur Effizienz und Haltbarkeit runtergemacht, dass die, ja, dass die Behutsamkeit halt unten ist. Einfach, dass es, ich wollte es nicht. Es macht irgendwie mehr Spaß, ja. wenn du die Cobblestones und sowas oder wirklich brennen musst erstmal und dann oder das. Das Gebüsch richtig abmachen musst und so. Ich finde es besser. Ja, ich auch. Ne? Und auch. Ja, ich werde bei meinem Haus werde ich das Dach heute machen. Und ich werde das kleine Anfangshäuschen, die kleine Bruchbude hier vorne, werde ich entrümpeln und Erik wird das verbinden, ne? Ja, man sieht mich am Fenster, gell? Ja, ich sehe dich. Hui. Ne? So, jetzt muss ich kurz gucken. Ne, ich habe nicht genug Platz, aber Kisten habe ich einstecken. Dann mache ich die Kisten, wollte ich nach oben machen. Mache ich die schon klein nach oben? Ja. Fangen wir mal hier an. Ich brauche jetzt ganz viel Buchenholz. Wenn mein Boden wäre, eine Mischung mache. Mhm. Zwischen dem Schwarzeiche und dem Buche. Ja, gut, ist eine gute Idee, ne? Ja. So. Ich suche. Also, ich mache jetzt halt hier die Bude leer, ne? Ja, extra für mich. Ach, ja. Wäre vielleicht in die Legende gewesen, hätte ich meine, mein Inventar auch gleich leer gemacht, ne? Nicht nur alles mitgenommen. Das sortiere tue ich dann später zu irgendwann mal zwischendrin. Weil das ist ja doch schon ziemlich viel Scheißdreck auf gut Deutsch, ne? Ja. Was da in der Truhe drin ist. Aber Diamanten haben wir drin. Genau. Was ja eigentlich inzwischen ziemlich überflüssig ist, da wir ja sowieso uns Diamantenwerkzeug gecheatet haben, ne? Was ist mit Rüstung? Ach stimmt, Rüstung. Rüstung, stimmt. Das brauchen wir ja auch noch, ne? Ungefähr noch, wie lang es Tag bleibt. Ich sehe die Sonne nicht mal. Oh, ich geht gerade unter. Also jetzt meine Schaufel. Die ist schon hinter meinem Haus unten drunter. Kommt mir gerade nicht gut. Warum? Ich habe gerade meine Tür und die Druckplatte abgebaut, damit ich dort das Holz hinsetzen kann. Ja, ach Gott. Das dauert hier noch ein Arablech. Bis die Sonne wirklich ganz ohne ist, das dauert noch. Wenn die Mobs spawnen. Ja. So. Wie gesagt, ich mache jetzt alles erstmal hier in eine Truhe rein oder in zwei. Eine wird ja reicher. Hä? Hab ich die zweimal? Hast du dir auch eine Schere gemacht gehabt? Nein. Hab ich zwei Scheren gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Siehst du, jetzt fängt es erst an dunkel zu werden. Du kannst die Türen wieder setzen. Ja, kann ich hier jetzt wieder. Na. So. Da. Also das Räumchen ist leer, ne? Ja. Und ich gehe direkt mal pennen. Ja, ich darf jetzt hoch fürs Bett in den zweiten Stock gehen. Naja, das macht ja nichts. Ist ja nicht schlimm. Ich lieg auch schon. Jupp, so muss sein. Und jetzt ungestört weiterbauen. Naja, ungestört, das werden wir noch sehen, ne? Kennst du die Mobs hier außenrum? Spätestens wenn der Creeper wiederkommt. Genau. Und der wieder den Eingangsbereich in die Luft jagt. Das kannst du auch noch sagen, wenn du Lust drauf hast. Jupp, gut. Was will ich denn dazu sagen? Wir haben vorher immer, bevor wir aufgenommen haben,
haben wir uns noch ein bisschen die Gegend hier angeguckt und haben, wie ich gesagt habe, schon die Waffen die Werkzeuge ausgetauscht. Und als Erik dann in seine Wohnung reingehen wollte, ist natürlich gleich mal hinein ein Creeper explodiert, wie immer. Wie man es in aller anderen Folge kennt, ne? Ja, ich bin Creeper-süchtig. So, ich brauche den Kies, nehme ich mit. Ich brauche Erde. Damit die reichen. Ich nehme die Armor mit. Für den Fall der Fälle. Wenn er schon wenn ich so ruhig bin, ich bin in meine Arbeit vertieft. Du bist eigentlich immer ziemlich ruhig. Aber. Ja. Okay. Jetzt muss ich gucken. Wie fange ich hier am besten an? Ich fange am besten hier so an. So. Oh Gott. Ich hasse das in dem Modus, Dächer zu bauen, weil ich weiß ganz genau, ich falle runter. So. Ich glaube, da ist mir gerade ein kleiner Kunstfehler unterlaufen. Wieso? Was hast du gemacht? Irgendwie passt das jetzt nicht zusammen mit dem Böckenholz und dem Schwarzeicheholz. Wie, das passt nicht zusammen? Das bleibt nicht immer gleichmäßig. Verstehe ich nicht. Ich guck's mir gleich mal an. Aber ich muss der erst Boden hier... Der Boden ist noch nicht fertig. Ja, dann mach halt einfach mal. Vielleicht sieht's ja dann später zu gut aus. Ich glaube, ich habe den Fehler sogar gefunden. Echt? Dass ich die Schwarzeiche ends zu weit hinten gebaut habe. Okay. Werde ich flatz voll runter auf die Fresse. Hoffentlich tut's nicht weh. Ja, ich hoff's. Also ich hoffe nicht, dass es weh tut. Das war jetzt. Warte, das war jetzt eigentlich falsch, ne? Schauen wir mal, vielleicht geht's ja auch. Wie mache ich denn das? Würdest du beste wieder zum Dorfbewohner? Ja. Ich glaube, das mache ich. Mit Slabs mache ich das dann. Ich bin am Überlegen, ob ich meine Dachterrasse. Nicht Dachterrasse. Mein Balkon. Auf ja. der. Über Dach. Oder ob ich den so frei lasse. Deine Entscheidung. Ja, ich wollte gerade sagen, wie würdest du es machen? Ich würde nur so lassen. Würdest du es so lassen? Ja. Na gut, ich schau mal, vielleicht gefällt es mir ja. Ah, wenn ich auf die Nase falle, werde ich es merken. So. Schreist dann laut, aua. Ja. Aber ganz laut. Der Boden ist fertig. Bist schon fertig? Ja, ist ja nur ein kleiner Raum. Okay. Epischste Musik zum Dach bauen. Warum? Weil ich hier gerade voll die epische Musik drauf hab. Ich mach da jetzt direkt drauf. Ein Steinziegel von mir runtergefallen. Steinziegel. Ja. Was passiert? So. Aber nicht oft. Richtig. Das brauche ich. Hoch. Das mache ich rein. Und ich nehme mal
Hab ich nicht. Okay, egal. Wo bin ich? Hier. Hier bin jetzt ich am sonst. Überlegen. Hm? Soll ich ein kleiner Balkon oder ein großer machen? Vogt muss ich sagen. Doch, ich brauch da. Ich will. Wo willst du den Balkon hinmachen? Gegenfrage. Du sagst, du lass dich ab vom Dach. Hm? Du hast gesagt, du lass dich ab auf die Schnauze vom Dach. Ja, und du bist gefallen, ne? Vom Balkon. So muss es sein. Hast du noch Eichenholz? Ah, hat sich erledigt, ich hab. Ich hab auch noch. Zeig mal dein Boot. Bin mal unterwegs zu dir. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut passt zur Schwarztreppe, zur Schwarzeichentreppe. Weiß ich nicht, ob das so gut passt. Doch, ich find's cool. Ja, aber war das nicht mal dunkler? Oder ist das jetzt bloß durch mein Texture Pack so hell? Durch ein Texture Pack wahrscheinlich. Ja, der Balkon würde ich größer machen, definitiv. Kannst du auf das kleine Häuschen nebendran kannst du ja auch nochmal ein. Und schon wieder vom Balkon gefallen. Wieso machst du denn so einen Quatsch? Arbeitest du mit Shift? Ja. Dann fällst du runter, verstehe ich nicht. So. Gehen wir mal hier weitermachen. Wenn ich jetzt noch einen Block mehr mache, bin ich am Baum. Schlimm. Wie lange hast du denn eigentlich noch Schulzeit? Ach du Gott, ich glaube 17. Oktober. Und dann bist du fertig mit der Schule? Haben wir Herbstferien. Fertig bin ich in 2 Jahren. Ich wollte gerade sagen, ne? Ich bin aber noch jung, ne? Ja. Aber ich mache mir die 10. Klasse, ne? Du machst die 10. Mhm. Cool. Das ist schon mal was Gutes. Hilft dir für die Zukunft, hilft dir das gut weiter. Ja, hast du auch die 10. Klasse gemacht? Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Aber, ich sag mal so, das hört sich jetzt bescheuert an, ne? Aber ich hab's ja nicht gebraucht. Das hört sich jetzt wirklich blöd an. Aber ich habe die 10. Klasse nachgemacht, sagen wir mal so. Ich habe ja Berufsschulabschluss habe ich gemacht und bin ja gelernter Einzelhandelskaufmann. Ja. Das ist ja wie soll ich denn das jetzt sagen? Ich habe es nachgeholt. Alles, aber ich habe mich in der Schule einfach nicht genug angestrengt. Ich war zu faul in der Schule, muss ich sagen. Wie ich. Ja, aber du machst ja wenigstens die 10. Wieso geht das nicht? Ja, ich ärgere mich auch gerade drüber. Ich krieg keinen Zaun gebacken. Willst du mich jetzt echt verarschen? Wieso geht denn das nicht? Ich krieg keinen Zaun drin gebacken. Wie? Zaun geht ja jetzt anders dann, ne? Denk dran, wir sind in der 1.8. Ja, toll. Zaun ist ja jetzt hat, 2 Holzblöcke, also Holzblöcke 2 links, 2 rechts und in der Mitte die Stickies, die Stöcken. Ach du Gott. Muss ich mir noch angewöhnen. Ja, ist ein bisschen anders, finde ich ein bisschen blöd, ne? Ich frag mich, warum die das geändert haben. Ich meine, ich finde